Wer noch eine ordentliche, bequeme Position einnehmen möchte, der soll es bitte jetzt tun. Wer noch was trinken möchte, soll es auch jetzt tun, weil ich will mir das geben. Volle Bandbreite, 1 Stunde, 50 Minuten. Ich gebe mir den Film. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum jami'an. Alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Wie ist das zustande gekommen, dass ein Arafat rechts und ein Manuelsen links gemeinsam einen Stream machen? Du bist gar nicht so jung. Ich bin nicht jung. Ja, du siehst jung aus. Ich sehe jung aus, Gott sei Dank, alhamdulillah. Okay, lüftet Manuelsen heute sein richtiges Alter? Wird dir jetzt zum ersten Mal sagen, wie alt er ist? Wir bleiben gespannt. Alles Lob gewinnt Allah, Allah. Alhamdulillah, das sind die Gene, Bruder. Ja. Wie bei mir. Das ist gut, 16, 17 Jahre sowieso. Ich bin 28. Ja. Ja, ne? Er ist 28, ich 24. Da merken wir jeden Tag, wie das Leben an uns vorbeizieht und die Zeit, die uns bleibt, immer kürzer wird. Weißt du noch, dein Bruder? Ich habe meine Erinnerung, dass ich dich das erste Mal im Café gesehen habe. Ich kann mich erinnern, irgendwann kamen Tay und Bushido, ziemlich aufgeregt, wütend, hat mich angerufen, wo bist du, im Café? Ja, ich bin im Café. Mhm. Da waren wir nicht in der Katzbachstraße, da sind wir schon umgezogen in die Yorkstraße. In die Yorkstraße, ja, dann sind wir hingekommen. Ja, Yorkstraße. Mhm. Da kamst du mit Channel. Mit Channel. Ich glaube, ja. Ich habe Channel angerufen und habe gefragt, also nach meiner Erinnerung, ob du mit ihm bist. Mhm. Da hat er ja gesagt. Da meinte ich dann, komm, da hat er mir gesagt, gibst du mir dein Wort, passe ich mit. Bei uns ist sowieso, wenn jemand ins Café kommt, nein, ist Hype. Da war Bushido, Kay, viele Jungs und das Café war ziemlich voll. Dann kamst du mit Channel, Salam alaikum, alaikum salam. Also es sagt dir meine Erinnerung. Ich guck mir so, Allahumma barik, Alter. Ich guck ihn so an, ich guck die anderen zwei. Wir haben Ärger mit denen. Was ich meine. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, der Manuelsen ist schon eine Erscheinung, ne? Also wenn man hier groß hier. Der Manuelsen ist schon eine Erscheinung. Also wenn er einen Raum betritt, das ist schon wirklich All Eyes on Me-mäßig. Das ist. Ihr kennt alle die Café-Full-Geschichte, wenn er sagt, da sitzt so ein Wasch. Das sind so die Worte, die ich benutzen würde, wenn ich Manuelsen nicht kennen würde, aber ihn in einem Café sehen würde. Der ist so, wie groß ist der überhaupt? Der müsste schon 2 Meter 2 Meter 2 2 Meter 3 sein. Ich sag dir so, wie es ist. Ich rede nach meiner Erinnerung. Dann, ich hab Salam Aleikum gesagt, du hast gesagt Aleikum Salam. Ich meinte, bist du ein Muslim? Ich wusste, er so, ja, Lomit Arasal hat sich bei mir vieles sofort verändert. Hast du auch gemerkt, glaube ich. Ja, absolut. Aber würde es sich auch bei einem Nicht-Muslim ändern? Nicht, dass ihr jetzt denkt. Dann hat Bushido und Kay angefangen. Hast du gesagt, guck mal, die haben so gesagt. Ich war schockiert. Ich will das ja nicht wiederholen, weil ist nicht schön. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Eigentlich hat erst Kay angefangen. Ja, ja. Das war mit Kay. Und Bushido hat dann nachher wollte den Rücken machen. Den Max machen. Ja, ja. Ey, ich glaub das nicht, dass die beiden miteinander sitzen gerade. Ne? Ich glaub das nicht. Das ist ein maximaler Film. Das habe ich gesagt. Ich habe es gleich unterbunden. Sag mal zu. Macht zu. Ihr seid schuld. Steht auf. Entschuldigt euch. Wir haben sich bei dir entschuldigt. So. Und dann haben wir angefangen zu reden. So. Alles gut. Alles gut. Dein Herz beruhigt, habe ich dir gesagt. Ja, das stimmt. Ich habe sogar gesagt, der Prophet Muhammad alles was er gesagt. Wir sind Muslime und sollten uns so streiten. Ich habe das so genau so gesagt. Wallahi, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Dann haben sie sich entschuldigt. Das hat dir nicht so gefallen. Weil sie dachten, da passiert Palaber. Ja. Dann meinte ich, ihr seid schuld und schämt euch, weil ihr benutzt Wörter, die man nicht macht. Kay ist ganz, ich finde, Kay ist ruhiger geworden. Wollte wieder auf cool machen. Du warst ziemlich kalt gegenüber die. Aber mit Recht, weil du enttäuscht warst. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Nein, du redest Hack. Ja, und ich habe auch nichts dazu gesagt, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir so im Kopf gesagt, du bist ein Idiot. Du hättest sie erwischen müssen und einen Kopf größer machen müssen. Sag ich dir so, wie es ist. Warum bist du überhaupt zu mir gekommen? Hättest du direkt dein Ding alleine gemacht? Das habe ich mir in meinen Kopf gesagt. Ich habe das nicht laut geredet. Du musst dir vorstellen, wenn ich da kurz einhaken darf. Du musst dir vorstellen, ich sitze bei uns im Studio. Wir hatten damals ein kleines Studio in Mülheim. Und das war über MySpace und hier der Donny Harissa. Er sagt, er hat das sogar gesehen damals. Das heißt, er weiß das. Da kamen diese hässlichen Worte, Kinderdorf, dies, das, tralala. Und dann ging es nach vorne und nach hinten mit mir und Kay, aber noch so überschaubar. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich sitze bei uns im Studio und auf einmal klingelt mein Telefon. Ich hatte damals dieses Telefon Nokia mit so runden Kreis, kennst du das? Ja, ja, ja. Womit keiner eine SMS schreiben konnte. Dieses Ding hatte ich. Ich hatte diese silberne, so tschick, tschick. Ja, okay, du warst Dings. Du warst Mafia. Nee, bei uns hatten nur Mafiosis die Dinger. Ja, so. Ich kann mich erinnern. Auf jeden Fall, ich gehe dran, ich so, hallo? Und auf einmal Bushido. Ja, hier ist Bushido. Hallo? Also, wie geht's? Alles gut? Dies, das? Was dachtest du in dem Moment, dass er dich jetzt anruft, weil du ein Künstler bist, oder? Nee, ich wusste gar nicht, woher die Nummer und warum und wieso, weshalb. Ich wusste gar nichts. Und damals, Bushido war ja Star für alle. Ne? Und bis dato hatten wir auch noch gar kein Problem mit ihm. Das heißt,
wir kannten Bushido aus dem Fernsehen und wir fanden ihn ja cool. Ne? Ja, Bushido hier und so. Ich so, ja, hallo, wie geht's, ey? Alles gut? Ja, hallo, wie geht's? Salam alaikum, ja, hallo, wie geht's? Ja, ich rufe nicht zum Plaudern an. Hm? Frombo. Deswegen rufst du an. Der meint so, du hast ein Problem mit Kay. Ich meine so, Kay hat angeblich ein Problem mit mir. Ich bin immer noch höflich geblieben. Dann hat er angefangen. Der meint so, hör mal zu, so rede keiner mit uns und du solltest jetzt ganz genau aufpassen, was du hier sagst und so. Und so langsam merke ich so, wie das Gespräch in eine komische Richtung geht. Und habe ich mich genauso wie jetzt so gerade hingesetzt und habe erstmal überlegt, so warte mal, so, was wird das gerade für ein Anruf hier? Ja, mal zu. Und dann hat er diesen Spruch gebracht. Und was ich im Nachhinein rausgekriegt habe oder was mir nachher wieder eingefallen ist, er hat diesen Spruch bei Blood in, Blood Out. Kennst du den Film? Ja, klar. Wer kennt den? Wer kennt den nicht? Blood in, Blood Out, wo Big L zu einem von der BJA sagt, buckle up, N, bevor ich meine Zelle mit deiner Haut tapeziere. Und er hat den Film wahrscheinlich geguckt und hat gesagt, boah, den Spruch benutze ich jetzt. Hat das so genommen und hat das so gedreht. Hör mal zu, ich tapeziere meine in deiner Haut. Ja, ich weiß. Wo der das gesagt hat, Abu Ahmad, hascha, hascha, samayn. Ich wollte mein Telefon essen, Allah. Glaube ich dir. Ich wollte mein Telefon essen. Weil ich kann mich erinnern, war doch im Café. Du. Das ist auf jeden Fall verständlich, ne? Das ist auf jeden Fall verständlich. Das sind schon sehr, sehr ekelhafte Worte, ne? Sehr, sehr ekelhafte Worte, die ja jemand benutzt seitens Manuelsen. Hack, oh du Hack, oh Isazeleme, und wenn du Mann bist und Hack, oh Hack, oh Hack, oh Hack, und dann der am Schreien, ich noch mehr am Schreien aufkriege. Danach, ich hab zwischen Kollaps gekriegt, da zu Hause so. Ich glaube, die waren zu Hause bei Bushido zu Hause, K&R, ja. Mariendorfer Allee oder wo die ja gewohnt hat. Und dann habe ich auf einmal Telefon bekommen. Ja, Manuelsen so, der droht so, echt? Wusste ja nicht, um was es geht, um ganz ehrlich. Okay, kommt her. Er ist hier, okay, alles klar. Der ist mit irgendeinem von Kreuzberg. Wer ist Shannon? Ich hab alles klar. Hab ich zwei Anrufe gemacht, hab seine Nummer bekommen und hab dann Shannon angerufen. Ist ja so, du warst ja bei Shannon. Ich war mit Shannon, hab mir gesagt, du meinst, guck mal, hast du ein Problem mit den Arabern? Und ich so, was für ein Problem mit welchen Arabern und so? Der meinst, ja, so Bushido, Arafat und so, dies, das. Ich meinte, ja, da war so eine Sache, wir haben uns am Telefon, dies, das. Der meinst, ja, die wollen die Sache klären, wir sind im Café gerade, sollen wir da hingehen? Und ich so... nein, ich hab Shannon hat mir gesagt, Bruder, gibst du mir dein Wort? Ich so, du hast mein Wort. Shannon hab ich auf meinen Kopf. Ja. Aber du weißt, du bist 500 Kilometer von zu Hause entfernt 100%. Und du sollst in ein arabisches Café kommen. Ja, das klingt ein bisschen spanisch, wenn ich so... Verstehst du, ich meine? Aber ich hab gesagt, alles. Bruder, das war noch... Diese Zeit war Primetime, Alter. Ja, das war absolute Primetime. Da war noch, ich sage dir ganz ehrlich... Ich will gar nicht diese Namen nennen, die sind, glaube ich, drei Leute sind lebenslang drin, die standen daneben noch. Ja. Verstehst? Aber das war nicht, weil du kommst. Wir saßen immer Wir saßen wahrscheinlich immer. Immer, zu, die ganze Zeit waren wir da. Ich weiß noch ganz genau, auf dem Weg dahin, ich habe zu Hause angerufen. Ne? Wen habe ich angerufen? Ich habe Bladan angerufen. Ich so, Bladan? Ist nicht dein Ernst. Ich habe gesagt, guck mal, ich habe eine Situation in Berlin gerade. Ich weiß nicht, wie die ausgeht. Ne? Nur, dass du Bescheid weißt, ich bin da und da und da und da. Falls irgendwas verrutscht, schieb mal bitte die Kavallerie. Weißt du, wie ich meine? Der meint so, ja, bravo, wie jetzt und so. Ich meine, ja, ich bin hier, ich fahr jetzt dahin. Der meint so, okay, sag, wo du bist, dann, wenn es nicht zu spät ist, dann kann ich zwei, drei Leute anrufen, Bruder, die dich vielleicht aus einer Situation rausholen können. Bei allem okay. Respekt, bei Allah, bei allem Respekt. In der Zeit, wie gesagt, wir haben immer unser Wort gehalten. Egal, wer kam, egal, wer, was er gemacht hat. Du kommst zu uns nach Hause, das ist es ja, wenn... Egal, wer jetzt hier reinkommt, du bist bei mir zu Hause. Das sind ordentliche Werte. Das sind gute Werte. Ganz gleich, wer bei dir ist und du hast ihm ein Wort gegeben, wenn da ein Streitfall irgendwie im Raum steht. Ganz gleich, wer bei dir ist, du hast ihm ein Wort gegeben, da wird nichts passieren. Dann passiert nichts. Nichts passiert. Gar nichts. Beleidigt er dich, hat er mich beleidigt. Er hat mich beleidigt, richtig. Dankeschön. Weil du bist bei mir. Dankeschön. Und da war es genauso anders. Hast du auch gesehen, wie ich dir gesagt habe, halt, ey, Schnauze halten. Die brauchen auch keinen Affe, der. Weißt du, der stand doch auf. Ey, komm ganz schnell runter. Wo mein Bruder erst gesagt hat ihn so runtergedrückt. Bleib unten. Weil das ist Eib. Ich mag sowas nicht, wenn jemand einen Affen macht auf Eier von anderen. Und das hat er gemacht. Also in dem Moment, wo ich dabei war, das hat er gemacht. Okay, hast du gesehen, ganz leise hat sich gesagt, ja. Ey, meine philippinische Haut will ich noch retten. Salam alaikum. Mit Kay ist alles gut, ich mag ihn. Ja, wie gesagt. Alter. Bruder, ist ein anderes Thema. Jetzt ist gerade bei Manuel zu den Groschen gefallen, was da eigentlich alles passiert ist. Und der sagt zu Arafat, ey, ich mag ihn, Kay ist eigentlich gut.
weil wer abhaut und 15 Aussagen gegen mich macht bei der Polizei und sich 2024 nicht mehr daran erinnern kann, ist für mich nicht alles gut. Aus deiner Sicht ist das verständlich. Deswegen, also egal, wir wollen auch nicht über Kay reden. Dann glaube ich... Ich wollte sagen, er ist das geringere Übel auf jeden Fall in der Sache. Zur damaligen Zeit, naja, der hat, wie soll ich sagen, Schule. Er hat es vorgemacht, Bushido hat es nachgemacht. 100%. Und komischerweise, also, wenn wir schon in diesem Thema sind, jeder, der irgendwie abhaut, Verrat begeht, hat automatisch erstmal mit RTL zu tun und mit Axel Springer. Ja, das ist schon komisch. Subhanallah. Subhanallah. Ja. Weiß ich nicht, es ist so, also ich kenne, die mir jetzt einfallen, 4 Leute. Kay, Bushido, Animus und den Gibt's nicht noch einen? Doch, gibt's. Bart, aber so die, wo ich sage, das ist Umfeld. Ja, und alle reden gleich. Alle benutzen die gleiche Rhetorik. Genau dasselbe. Und jeder wird auch eingeladen von den Leuten. Automatisch. Verstehst du? Das ist wie, ich weiß nicht, ich wette mit dir, wenn ich jetzt irgendwo morgen zur Polizei gehe, Aussage mache, ich werde, glaube ich, in jeder Talkshow eingeladen. Ja, absolut. Aber so lange bin ich ein Antisemit. Aber der Preis dafür wäre... Audu billah. Ja, Audu billah. Aber der Preis dafür wäre... Dankeschön. Automatisch. Du musst alles verkaufen, woran du dein ganzes Leben lang geglaubt hast. Alles musst du verkaufen. Deswegen. Alles, woran du geglaubt hast, deine ganzen Prinzipien, deine ganzen Werte, deine Erziehung von zu Hause. Weißt du, alles das musst du verkaufen und wegschmeißen. Klassentreffen, genau. Und das von ihnen annehmen. Dieses... Ja, ja. Diese Schablone, die sie dir geben, dann geben sie dir erst die Präsenz im Fernsehen, die übrigens nichts wert ist. Und guck mal, das nichts. Ist einfach nur, sie nutzen die aus, sie denken, in der Minute ist es was wert, aber es ist nichts wert. Es ist gar nichts wert. Gar nichts wert. Weißt du, du verkaufst Ehre, Stolz, du verkaufst alles. Da kannst du, jetzt jeder kann kommen, ja, aber, es gibt kein Aber. Verstehst du? Eine Hand klatscht nicht von alleine. So. Ganz einfach. Du kannst nicht alle Vorteile, alles nutzen, und dann, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Okay, aber wenn du keinen Bock hast, dann geh mit Anstand raus. Fang nicht an zu lügen, klär deine Sachen wie ein Mann und geh. Oder andersrum genauso. Das Schlimme ist, die ganzen Leute, mal abgesehen jetzt von dem Typen, der, wenn er das nicht gemacht hätte, noch ein bisschen Knast vor sich gehabt hätte. Ne? Abgesehen davon, die Leute hätten in Berlin oder hier, da wo die wohnen, alles weiter haben können. Wenn wir jedes Mal, wenn wir eine Backpfeife gekriegt hätten oder mal den zweiten Platz gemacht hätten, wenn wir jedes Mal die Flinte ins Korn geworfen hätten und gesagt und alles verkauft hätten, woran wir geglaubt hätten, ich wäre schon mit 16 dann bei Axel Springer gesessen und hätte gesagt, der war's und der war's und der und der. Was ist das denn? Bruder, der Perser, der hat ja einen Rundumschlag gemacht. Der hat ja egal was gemacht, dass man ihn glaubt. Okay? Jetzt macht er genau wie der andere, schöne Familienfotos, schöne Frau. Wer ist der Perser? Dann erzählt. Weißt du was? Nimm mir mal ein Beispiel. Der würde erzählen, das entspricht der Wahrheit. Wir sagen, okay. Aber es entspricht ja nicht der Wahrheit. Ist auch nicht okay. Nee, warte mal ganz kurz. Weil ich würde ja sagen, okay, das war sein Erlebnis. Vielleicht hat er ja, keine Ahnung, irgendein Rad ab. Und es hat ihn so in seiner Erziehung so gestört, also mit dem Umgang mit den anderen, dass er sagt, hör mal zu, das ist passiert und das fand ich nicht cool. Die haben mich gedrungen, die haben dies gemacht, die haben das gemacht. Aber es stimmt nicht. Er sagt dir, warum es nicht stimmt. Ich war ja nicht dabei. Aber er erzählt ja Sachen über mich, die gar nicht stimmen. Ich reg mich auch nicht mal darüber auf. Hat er mit dich auch geredet? Ja, ich wäre Zuhälter gewesen. Ich hätte Geld von der Oranienburger. Wallahi, noch nie in meinem Leben habe ich das gemacht. Aber dann irgendwann habe ich mal Bushido kennengelernt. Ja, und ich brauchte das nicht und habe es dann Winne geschenkt. Verbrannte Filme, erzählst du da? Warum? Die benutzen irgendwelche Namen, dass sie wieder eine Plattform kriegen. Verstehst du? Und wie gesagt, Heuchler sind mit Heuchler so. Aber wir wollen jetzt nicht über Heuchler reden, wir wollen jetzt über uns reden. Besser. Dann glaube ich, Alter, wann habe ich dich dann wieder gesehen? Kaffee. Oder wann hatten wir wieder, nach dieser Kaffeesache, wann hatten wir wieder Kontakt? 10 Jahre später erst wieder. Da war eine Riesenpause dazwischen. Also, ich kann mich erinnern, nach meiner Erinnerung, wir hatten einen Clubauftritt in Duisburg. Korrekt. Da. Und dafür werde ich ja heute noch von den Bushido-Fanatikern werde ich ausgelacht. Warum? Darf ich kurz erzählen? Bitteschön. Ich sage dir warum. Ich weiß warum. Weißt du warum? Ja, ich wollte, na klar weiß ich. Weil gewisse Leute haben Anstand und Respekt und gewisse Leute sehen an. Ich sag dir ganz ehrlich jetzt, ich sag dir auch meine Meinung und dein Gesicht. So. Und sehen Anstand und Respekt als Schwäche. Aber im Gegenteil, ich sehe das als Stärke. Wir hatten einen Auftritt, da waren sehr viele von den Clubs-Jungs da. Es war der Bruder von Ramin, hat da eine Veranstaltung gemacht.
Allah arhamu. Da war, glaube ich, noch vor der Tür, kannst du dich erinnern, war ein Streit. Da wollte Selo Omar schlagen. Ich habe es verhindert. Von Azaita? Ja. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur drinnen das mitgekriegt. Nein. Also. Ja, da ist ja was losgegangen und dann wollte er ihn schlagen. Weil der hat, aber ist so, tu mir einen Gefallen, Bruder, nicht hier, also okay, alles klar. Dann sind wir in ein Restaurant gegangen. In Maxo, weiß ich noch. Stimmt's? Ja, stimmt's, ja. Da saßen wir oben, ich glaube, da war Bushido, Faisal, Yas und ich. Genau. Kannst du dich erinnern? Ja. Okay. Da haben wir, glaube ich, gegessen und du hast gefragt, wollt ihr was trinken? Ich sag wirklich die Wahrheit, was passiert ist. Und du warst so nett und hast uns, war Shindy dabei? Nein, Shindy war nicht da. Nein, war? Nein. Warst du nett, hast uns, glaube ich, Getränke und Tee geholt. So. Aus Anstand, ist normal. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Oder ich sogar frage dich hier vorhin, willst du was trinken? So. Das ist Adi, Anne, will ich so. Ich weiß, dann hat das benutzt, ja, du hast Getränke geholt, bla bla bla. Das weiß ich. Dann, komm mit. Ich schwöre dir, O-Ton, ohne, gibt es kein Links, kein Rechts. Nein. So. Man hat sich verstanden, die Jungs haben uns eingeladen und man war alles gut. Irgendwann, nach meines Wissens, hat Ramin mich mal gefragt und hat gefragt, wollte nicht Manuelsen sein. Davon weiß ich nicht mal was. Bei Allah. Allah ist zurück. Vielleicht war das so sein Geschenk für mich. Wirklich. Kann sein. Dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, nicht gegen Manuelsen, aber wir seien niemand. Okay? Das ist die Wahrheit. Was Allah, bei Allah, ich wusste nicht. Kann ja sein, aber ich sag dir. Und dann fing die Streitigkeit an. Komischerweise. Wir sind davon ausgegangen, dass weil wir dich nicht gesandt haben, hast du angefangen ein bisschen zu stecheln. Ich habe davon noch nie was gehört, Wallah. Ich sag Wallah, Wallah, noch nie. Ja. Okay, man kann ihn nicht fragen, Rahmatullah, der ist gestorben. Aber das ist die Wahrheit. Dann hast du irgendwann gewittert gegen Shindy. Er hat angefangen. Inwiefern? Das lange war ruhig. Und ich habe vor 2005 oder so mal irgendeinen Song gemacht. Mein Kopf ist heiß geworden. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, lass dich auf. Und das ist aber schon alt. Ja, wo du das Interview... Dann hat er Interview irgendwas gegeben. Ja, was willst du eigentlich? Du wolltest doch aufhören. Ja, der meint so... Aber ich schwöre dir, das war nicht böse. Ja, aber mir kam das läppisch rüber. Ja, hast du recht, aber wer Shindy kennt, ich kenne Shindy, er meinte es nicht. Das weiß ich nicht. Das ist es. Bei uns kam es auf jeden Fall läppisch an. Ja, im Internet kommt es immer rüber, aber ich war ja mit Shindy. Und Manuelsen bei Er ist guter Junge. Manuelsen, ein Signing bei Er ist guter Junge. Nee, das wäre nicht aufgegangen. Nein, das wäre nicht aufgegangen. Und dann fängt ein bisschen die Palaver. Dann ist hin und her gegangen. Hin und her gedroht und dann über Twitter gedroht, hier gedroht, da gedroht. Na klar waren wir in Köln, aber gesagt, ey, wenn jemand was will, habe ich selber gesagt. Ja, ist doch normal. Er soll kommen. Ich hab... Wir sind in der FW, egal wer es soll kommen. Ich habe das auch sportlich genommen. Ich weiß. Ist jeder sportlich, weißt du? Nur. Läppisch, was ist Läppisch für ein. Läppisch ist so. Läppisch ist so. Ich weiß, was Läppisch ist, aber wo sagt man Läppisch? Kölner Akzent ist das. Okay. Ja, so Läppisch. Unnötig. Und auf jeden Fall, dann haben wir telefoniert zum Glück. Wir haben öfter telefoniert. Aber an diesem Köln-Tag. Ja, ja. Und da habe ich dich, da hast du gesagt, was ist jetzt schon wieder los? Du warst schon Dings ein bisschen so wütend nach dem Motto, was ist jetzt schon wieder los? Und da habe ich dir erklärt, guck mal, 1, 2, 3 ist passiert. Dann sag du mir. Da hast du gesagt, Isaheke, dann warte kurz. Hast du recht? Ja. Und dann hat sich das auch bewahrheitet, weil ich lüge in so Sachen nicht. Ja, dass er es gesagt hat, aber er meinte, dass du... Ja, das weiß ich ja nicht. Ja. Weiß ich ja nicht. Aber was ich ein bisschen daneben fand, weil man sagt immer so, wie sagt man so schön, verstehe mich nicht falsch, das ist ein Club, aber ihr wartet trotzdem verfeindet. Die Kölner mit ein bisschen in die Duisburg-Richtung. Nein, wir waren immer eins. Lass mich doch mal ausreden. Ja, Manu, Bruder, ich küsse deine Augen. Lass dich doch mal ausreden, Bruder. Vielleicht gibt es Sachen, die weißt du gar nicht. Vielleicht gibt es Sachen, die weiß Arafat, die weißt du nicht, Cousin. Lass dich doch mal aussprechen, den Cousin. So Gestichelei, weil wo dieser Beef war, ja, war auf einmal der Club da, wo wir ein Konzert gegeben haben. Dann dachte ich mir, und es kam uns so rüber, so, nein, wir sind auf eure Seite. Aber wir wollten da keine Partei beziehen. So, hey, ist alles gut. Ich schwöre dir, ich lüge dich nicht an. Die waren ja da auf dem Konzert. Kann sein. Ja. Ganz gut. Ey, ich muss einmal kurz Hände waschen gehen. Weil sie nicht wohlgesonnen dir gegenüber waren. Ich will keine Witten, aber das war wirklich so. Guck mal, mir wohlgesonnen oder nicht, oder den anderen wohlgesonnen oder nicht, ich war mit den 30 Mann da, mit denen ich da war, und wir wollten das Ding klären, wenn der sich nicht entschuldigt hätte. Wer da auch gewesen wäre oder nicht da gewesen wäre, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wer hat sich entschuldigt? Nicht entschuldigt. Das, also klargestellt. Danach wurde ich auf Twitter gepostet und meinte, ey, hör mal zu, du bist herzlich eingeladen und das ist missverständlich gewesen. Da habe ich gesagt, nein, ist okay, gut, dankeschön. Thema ist vom Tisch. Auf Twitter, naja, da war ein bisschen... Ich weiß nicht, wer das gepostet hat, keine Ahnung. Gepostet, nee, Thema vom Tisch? Auf Twitter? Ja, klar. Kann ich mich nicht dran erinnern. Doch, wallah. Da hat irgendwer, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, gesagt, ey, Manuel, war ein Missverständnis und du bist herzlich eingeladen zur Show. Habe ich das gesehen, nachdem wir geredet haben? Ja.
Nachdem sie sich das ein bisschen hochgeschaukelt haben, haben wir es geklärt, gegenseitig, alles gut und jeder war super. Ja, ja, alles gut. Das meinst du das? So, das Ding ist, in unserem Streit wurde es nie wirklich richtig respektlos. Es war immer cool. 100%. Man hat mal angerufen und gesagt. Wir waren immer respektvoll, haben miteinander geredet. Wir beide? Ja, wir beide. Ja, ja, 100%. Ja. Das war's. Ich habe das auch in noch kein anderem Video anders gesagt. Nein, ist richtig. Nein, nein. Ich habe noch nie bei Allah, muss ich ehrlich sagen, dass du irgendwann mal ausfallen wurdest oder irgendwas. Mich hat eine Sache bei dir wirklich, da bin ich durch die Decke gegangen, weil du weißt, da war die Streitigkeit mit Hamad. Alhamdulillah, wir sind... Habt ihr geklappt? Alhamdulillah, Khair ist immer als Schar. Da bist du nach Berlin gekommen und hast gesagt, provokant für die Hamad 45. Warte mal, ganz kurz. Es war aber gerade Beef. Also mein Cousin wurde verletzt. Verstehst du, was ich meine? Mit dem gibt es auch eine lustige Geschichte. Was soll das jetzt? Ich war gerade auf dem Weg nach Hause. Da fand ich dich... Scheiße. Voll. Voll. Alter, es geht gar nicht klar. Aber ich habe dir gezeigt, was da am Machen war. Ne? Ja, aber Bruder, trotzdem, du musst dir vorstellen, ja, das ist dasselbe, versteh mich nicht falsch, du hast übertrieben Beef mit ihm. Hm. Ich komme jetzt NRW und so. Sagst du, was soll der Scheiß jetzt gerade? Ist auch schon vorgekommen. Nicht von deiner Seite, aber von deinen Shababs. Damaligen Shababs. Wen meinst du? Irrelevant. Auf jeden Fall, was Respektlosigkeiten angeht, haben wir uns beide nicht viel genommen. Besser gesagt, sie haben schon gemacht, ich habe weniger gemacht als sie. Ich möchte dieses eine Wort, wo er sagt, weniger. Du hast dich beleidigt gefühlt. Warte. Ah! Nee. Ja. Ich würde es aber auch so nehmen. Und es gab diesen besagten Tisch, wo Flair, glaube ich, einmal gesagt gehabt hat, dass er die Aussage von Manuelsen bestätigt. Wo Manuelsen der Meinung ist, dass diese Line an ihn gerichtet ist. Ganz kurz. Bei Allah bis heute weiß ich nicht, ob er dich meint oder nicht. Doch, er wurde schon. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß es nicht. Er wurde schon verkauft. Es wurde schon zugegeben. Von wem? Ich sage jetzt nicht. Aber das ist mir egal, aber ich. Ich bin kein Rapper. Ich bin kein Verrückter gewesen in der Sache. Ich weiß das. Es mag sein, dass er das im Nachhinein, wenn ich das so sehe, kann sein, dass er dich meint. Am Ende des Tages hat auch Shindy geschrieben, nicht er. Davon mal abgesehen. Shindy hat es geschrieben. Niemand anders. Und die wollten auch in diesem Song, wollte er, dass ich irgendwie mit dem Video mitspiele. Weil er sagt, er rappt irgendwie Mafia-Boss, bla bla bla. Ich meinte, Habibi, ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin weder Mafia-Boss noch irgendwas. Weil morgen springt die Zeitung wieder drauf und ich bin das Arschloch und ihr habt eure beste Plattform. Mach ich nicht mit. Wie das Buch damals. Ich dachte, das Buch, das erste Buch, weißt du? Das erste Buch war so, oh, voll geil. Und du weißt doch, ja. Antar, Mantar, ist doch scheißegal. Er hat geschrieben, ja, wir waren so. Wer was will, egal wer es ist. Die Richter sind mit Morbid, mit diesem Buch. Guck mal, was das für einer ist. Ja, mir, das ist nur ein bisschen Show. Zweite Buch habe ich gesagt, du darfst mal unseren Namen nennen. Das ist nur RP. Nicht einmal Abu Chakot Arafat. Ich sag dir ganz ehrlich. Die wollten, da war eine Richterin, ich will jetzt ihren Namen nicht nennen. Sie ist zum Anwalt gegangen. Sie wollte mich und meinen Bruder verknacksen. Steht doch alles hier im Buch drin. Da meinte der Anwalt, hey, ich bin der Anwalt von dir. Ja? Wir haben sie einen Befangenheitsantrag gemacht und kam durch. Nur wegen einem Buch. Und deswegen im zweiten Buch habe ich gesagt, ich möchte nicht, dass mein Familienname oder irgendeiner von uns durchkommt. Deswegen wusste ich nie, was er meint. Meinte er dich nicht? Die Richterin hat es auf jeden Fall persönlich genommen. Weißt du, was dein Problem war? Jetzt kommt's. Ich kann es mir fast vorstellen. Du hast so eine kleine Zündschnur und du hast dich immer angegriffen gefühlt. Ich schwöre euch. Ich habe euch mal, ich glaube, vor 3 Tagen saß ich hier und habe euch gesagt, dass ich die Tage... dass ich vor ein paar Tagen bei Manuels im Studio war. Einfach so, angerufen, was geht, ey, so, lass eine Zigarette rauchen. Ist ja nicht weit von mir. Bin ich ja kurz hingefahren und dann sind wir wirklich, wir haben über Gott und die Welt gesprochen. Wir haben über jegliches Thema gesprochen. Und da habe ich aber auch gesagt, Bruder, ich sage, versteh mich nicht falsch. Und ich möchte nicht das Wort triggern benutzen, weil ich weiß, du magst das Wort triggern nicht. Ich möchte das Wort triggern nicht benutzen. Aber du bist sehr leicht zu beeinflussen. Und dann haben wir diskutiert. Aber ich habe meinen Standpunkt klar gemacht. Nein, du hast das Ding. Manchmal dachte ich mir, du bist größer als das. Versteh mich nicht. Ich schwöre, das habe ich auch gesagt. Wallah al-Azim, das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, du bist Manuelsen, Warak, du bist Black. 2 Meter, Yatim, da wo du läufst, da wächst keine Erde mehr, da wächst keine Blümchen, kein gar nichts mehr. Kein Gras, kein Blumen, du bist M. Bilal Yatim, du bist Ruhrpott. Warum lässt du dich so schnell provozieren? Das waren meine Worte auf jeden Fall. Versteh mich nicht falsch.
Aber du bist ja auf alles raufgesprungen. Ja. Weißt du, was das Ding ist? Ich konnte das absolut nicht mit mir vereinbaren. Ne? Da, guck mal, ich hab das bei Gott, Arafat. Hast du jemals, wo du ein Problem mit mir hattest, mit jemand anders geredet, außer mit mir? Nein. Du hast mich doch angerufen. Und, immer. Und ich habe versucht, mich vernünftig und erwachsen zu verhalten, um die Sache mit dir zu klären. Zah? Immer. So, mich hat das aufgeregt. Ne? Immer respektvoll auch. So, eine Bitte, wenn es anders ist, sag's. Wallah, nein. So, mich hat das aufgeregt, dass wenn es andersrum ist, ne? Und er ist ein hässlicher Stratege, ist das. Er ist eine leere Hülle. Er hat keine Emotionen. Das habe ich jetzt auch erfahren. Hast du auch mitgekriegt, ne? So. Und ich wollte das nicht auf mir sitzen lassen, dass dieser so mit mir umspringt. Ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen. Die haben mir gesagt, aber der ist mit Arafat. Der ist mit Arafat. Ich habe gesagt, okay, der Arafat soll mich morgen erschießen. Er soll mich mal aufhängen, ja, erschießen. Dies, das, das. Ja, ich habe so gedacht. Aber Bruder, aber du hast es von einer anderen Sicht gesehen. Ja. Und ich habe das von einer anderen Sicht gesehen. Weil du musst dir vorstellen, ich habe die fast jeden Tag gesehen. Ja, die tun keiner Fliege was. Ja, habe ich nachher auch gemerkt. Wallah, niemand. Okay. Wie oft habe ich gedacht, hätte ich das alles vorher gewusst, weil ich hätte am ersten Mal nicht auf ihn reagiert. Ich sage dir ganz ehrlich, niemand. Ich habe die noch nie, ich sage dir ganz ehrlich, Shindy ist mehr Mann als Bushido. Wallah, billah, glaube ich dir. Ich sage dir ehrlich, ich habe ihn erlebt und der stand sein Mann. Der andere noch nie. Also deswegen sage ich, die haben mit Streitigkeiten, mit Kämpfen, sie würden gerne immer wollen. Sein Wunsch war immer, weiß ich nicht, der hat einen Film geguckt, Mafia-Boss zu sein. Hm. Oder ich schwöre dir, wenn der morgen Präsident ist, Alter, Allahu Akbar, was passiert so ungefähr. Wenn man gewisse Leute Macht gibt, die eigentlich Schisser sind. Das sind die gefährlichsten. Hm. Ja? Jetzt sagen bestimmte, ja, jetzt redest du so. Na klar, weil ich aus meiner Erfahrung, wo ich da war, ich habe mich immer, wie soll ich sagen, von deiner Seite aus, du drohst, habe ich gesagt, du kannst niemanden drohen. Aber ich habe dich nicht verstanden, wie du dich dabei fühlst. Und du hast nicht verstanden, warum ich so reagiere, weil ich weiß, das ist nichts. Verstehst du? So. Und weil du gesagt, diese Psychologie muss man erstmal verstehen. Weil er gesagt hat, diese Psychologie muss man erstmal verstehen. Ich würde gerne verstehen, warum man euch beide nicht schon vorher miteinander sitzen lassen hat. Vor dieses, wenn ich Bushido sehe, schlage ich ihn mit einer auf den Kopf.